Ja, Zielortsmarkt 2018. Wir haben jetzt 7 LKWs voll Equipment und Ware hier schon mal drin. Sind jetzt am Theken aufbauen und die Verkabelung und die Wasserleitungen legen, weil ja sonst hier im Hankenhof nichts vorliegt. Und dann wollen wir gucken, dass wir heute Abend den Strom und Wasser schon alles fertig haben. Wir sind voll im Zeitplan. Morgen noch ein bisschen. Am Montag geht es dann schon zum Einräumen, sodass wir Mittwoch den Rest fertig machen können und dann uns vorbereiten auf das Grünkohlessen. Ja, das erste Highlight ist natürlich das Grünkohlessen der Gemeinde Zetel hier mit so circa 200 Personen. Und dann geht's abends Disco, Disco, Disco mit Live-Musik. Wir brauchen ungefähr 2 Tage, um das Riesenrad betriebsfertig zu präsentieren. Das heißt, mit Aufbauen, Waschen, Lichtkontrolle, alles was dazugehört. Beim Aufbau natürlich als erstes ist immer darauf zu achten, dass das ganze Geschäft ausnivelliert wird, dass es 100%ig gerade steht. Tja, und dann geht eigentlich fast alles von selber. Ja, natürlich, ganz wichtig ist natürlich, dass der Arbeitsschutz beachtet wird. Und beim laufenden Betrieb, also wenn das Riesenrad nachher betrieben wird, müssen wir immer darauf achten, dass wir eine eigenmaße Balance im Geschäft haben, da ansonsten leichte Auf- oder Abwärtsfahrten kompliziert werden. Ja, wir haben auf unserem Riesenrad 24 Gondeln mit A6 Personen. Das heißt, wir können 144 Personen in einer Fahrt befördern. Wir haben eine Frontlänge von 18 Meter, eine Tiefe von 18 Meter und sind ca. 36 Meter hoch. Gewicht beträgt 123 Tonnen. Am 14.11. den Zetlermarkt Mittwoch hier im Mehrgenerationshaus. Grünkohl satt für alle Zetler und für alle Freunde des Zetlermarktes und umzu. Sie erhalten hier Grünkohl, Kohlpinkel, Kochwurst, Kassler, Bauchfleisch, Kartoffeln, was Sie möchten, bis Sie umfallen. Portion für nur 12,90 Euro. Lassen Sie es sich gut gehen am Zetlermarkt Mittwoch hier im Mehrgenerationshaus. Ja, wie man hier sieht, tut sich ja einiges auf dem Festplatz. Der Verkehr fließt zwar noch, aber das nur bis morgen früh. Ab 8 Uhr ist ja morgen hier auch alles gesperrt. Ja, wir haben gesehen, das Riesenrad steht. Also der ist sehr früh angefangen aufzubauen, da er noch nach Rostock musste. Der Betreiber des Geschäftes ist jetzt schon mal komplett fertig, kann man schon fast sagen. Ja, Bayernzelt, wie man gesehen hat, ist auch ja schon fix dabei. Also die Schausteller reisen nach und nach hier an und das bunte Treiben geht denn bald los. Ne? Und wie wir gesehen haben, gibt es doch noch einige Änderungen bei den Markierungsarbeiten. Das heißt, hier und da gibt es doch immer kleine Änderungen, die haben wir gerade vorgenommen.